Wir sind die Schnittstelle zwischen den Ärztinnen und Ärzten und unseren Patienten und sind aber auch die erste Anlaufstelle, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Ja, und das ist das Spannendste daran, ist, wenn die Leute zurückkommen, wenn sie erzählen, wie es war mit den Medikamenten oder mit unseren Vorschlägen. Und das sind dann immer schöne Rückmeldungen. Mein Name ist Kostrejewitsch Daniela. Ich arbeite als Geschäftsführerin in der Ambassador-Apotheke in Solothurn. Ich bin Apothekerin geworden, weil das ein toller Beruf ist. Als Kind wollte ich immer Ärztin werden, bis ich mal im Gymnasium gemerkt habe, dass irgendwie der Apothekerinnenberuf noch spannender ist. Wir impfen, das ist etwas Tolles, was es in neuester Zeit gibt. Es ist spannend, Creme zu machen, Salbeine, ein Zäpfchen zu gießen. Und wir richten die Dosette. Wir bringen die auch heim, die Dosette. Wir bringen auch andere Medikamente heim, wenn es nötig ist. Wir messen Blutzucker, Blutdruck. Wir messen Strümpfe ab. Es gibt eine App, wo wir die Möglichkeit haben, so wie ein elektronisches Patientendossier zu führen. Ich sehe Leute gerne wieder und sie so gerne begleiten. Das machen wir hier in der Apotheke sehr gerne.